Sie demonstrieren, aber nicht in Springerstiefeln und Bomberjacke. Ich würde sagen, ich war schon immer patriotisch. Wenn es gut läuft, dann bleibt Deutschland das Land der Deutschen. Wir werden jeden Tag stärker, weil sie uns stärker werden lassen. Noch sind sie wenige, finden aber immer mehr Gehör und wollen ein anderes Land. Wir haben gesehen, das sind Personen, die aus der rechtsextremistischen Szene, also aus der Szene, die wir schon seit Jahren beobachten, kommen. Die Forderungen sind radikal, sie sind teilweise verfassungswidrig, sie sind menschenfeindlich, sie sind ausgrenzend gegen gewisse Gruppen in der Gesellschaft. Wir sind viele, wir werden immer mehr. Ein Verleger bündelt ihre Kräfte, spricht vom sogenannten rechten Widerstand. Die Zeit jetzt ist die, den Rohrbruch zu schließen. Das ist ein Rohrbruch und jetzt sind zunächst die Klempner gefragt. Durch diese Migrationskrise ist es wirklich so, dass diese Ideen, die man seit Jahren vertritt, auch in den Mainstream gespült werden. Neurechte Ideen spalten die Gesellschaft, schaffen Unruhe und verbreiten sich. Also diese neue extreme Rechte, wenn ihr nicht anders Paroli geboten wird, ist gefährlicher als die alte. Martin, so. Wie können wir das machen? Ein Verleger und sein Politiker auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Björn Höcke, Rechtsaußen der AfD, soll bei einer Buchvorstellung des rechten Antaios Verlages sprechen. Es ist anstößig im besten Sinne, ein Buch auf der Höhe der Zeit. Doch es gibt Protest. Lasst uns doch den Dialog friedlich führen. Friedlich und zivilisiert. Kann mir jemand zuhören? Ich habe hier etwas zu sagen zu diesem Thema. Der Protest der Antifa macht die Lesung unmöglich. Nationalismus raus aus den Köpfen! Jeder hasst die Antifa! Jeder hasst die Antifa! Jeder hasst die Rechten schreien zurück. Dass ein Verlag wie der von Götz Kubitschek auf der Buchmesse ausstellen kann, daran gab es zuvor viel Kritik. Der Verleger will, dass die Demonstranten gehen. Der Auftritt von Björn Höcke, ein Politiker, dessen Nähe zur sogenannten neuen Rechten ist selbst in der AfD umstritten. Björn, wie ist es mit Optimismus, Pessimismus? Werden wir siegen? Wird das Gute siegen? Das ist eine Schleusenzeit, in der wir sind. Wie damals die 68er ihre Kulturhegemonie durchgedrückt haben und innerhalb von wenigen Jahren die gesamte Publikationspalette in die weltanschaulich linke Ecke kippte, wird jetzt vor den für immer mehr Menschen deutlichen Verwerfungen, die dieser politische Ansatz produziert hat, der Umschlag in die konservative, in die rechte Position erfolgen. Sie wollen die bisherige Republik, diese schwachen, liberalen, abgehobenen Eliten zusammenkrachen lassen. Das ist das Ziel. Es ist rechtsradikal. Sie wollen eine andere Republik. Und das geht nicht ohne Gewalt. Das geht im Zweifel auch nicht ohne Bürgerkrieg, wenn sie tatsächlich umsetzen wollen, was sie beschwören, nämlich den großen Austausch zu verhindern. Also die Tatsache, dass hier an die 20% ethnisch unterschiedliche Herkunft sind, in Frage stellen. Juni 2017, ein Parkhaus im Osten Berlins. Erst ein paar Minuten zuvor hat man uns die Adresse genannt. Die vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären treffen sich kurz vor einer Demo. Auch Mario Müller aus Halle ist dabei. Hallo Frauen! Ich zähle einmal durch. Hallo! Die Demonstration beginnt bewusst im Berliner Wedding. Denn das ist ein Bezirk mit hohem Ausländeranteil. Eine Provokation. Ja, das Problem ist eben, dass man hier Millionen illegale Einwanderer unkontrolliert über unsere Grenze gelassen hat. Und hiermit ein wahnsinniges Gesellschaftsexperiment eingeht, das die Zukunft unserer Kinder verspielt. Wir sind gegen diese illegale Einwanderung. Wir fordern sichere Grenzen, perspektivisch eine Remigration. Remigration, einer der Kampfbegriffe der identitären Bewegung, meint Ausländer raus,
Völker sollen in den ihnen angestammten Ländern bleiben. Du kannst nicht den Teil, den man ethnozentrisch und rassistisch nicht will, einfach aussperren. In mehr oder weniger radikaler Form oder aus dem Lande werfen wollen oder als nicht hierhergehörig interpretieren wollen. Das ist ein Backlash, eine Reaktion auf letztlich das, was wir, wenn auch anders, im Nationalsozialismus hatten, nämlich ausschließen, säubern, ethnische Säuberung. Das ist die wirkliche Melodie. Einheitliche Fahnen, aber keine uniforme Kleidung. Nichts soll wie ein militanter Block wirken oder an Neonazis erinnern. Martin Sellner war einmal einer. Nun führt der österreichische Philosophiestudent die Bewegung an. Die Massenauswanderung zerstört Afrika, die Masseneinwanderung zerstört Europa. Und daher sagen wir mit jedem moralischen Recht, Festung Europa, macht die Grenzen dicht. Festung Europa! Die Identitären sprechen vom Multikulti-Wahn und dem Verlust der eigenen Identität. Viele Studenten sind unter ihnen. Es ist eine neue Protestgeneration da, eine neue patriotische Bewegung, die ihr Gesicht zeigt und ihren Platz beansprucht in dieser Demokratie und in dieser Gesellschaft. Er ist kein Student. Lutz Bachmann, Gründer von Pegida. Überraschend in Berlin mit dabei. Bachmann stellt den LKW und legt die Musik zur Demo auf. Die stammt unter anderem vom identitären Rapper Komplott. Reconquista der Heimat in jedem Stadtbezirk. Unser Volk ist noch lange nicht am Ende. Im Video auch eine Pegida-Rede von Götz Kubitschek. Noch erleben, welche Kraft zum Widerstand dieses Volk noch hat. Der Verleger lebt seit vielen Jahren in der ostdeutschen Provinz. Das einstige Rittergut Schnellroda in Sachsen-Anhalt ist so etwas wie das Zentrum der neuen Rechten. Die sind aber schwer jetzt. Hier in ländlicher Idylle arbeitet Götz Kubitschek seit Jahren an einer rechten Wende. Die Flüchtlingskrise für ihn eine Chance. Dieser Riss kann fast nicht tief genug sein. Das ist eine echte Wunde, die muss ausgebrannt werden. Da muss mal richtig nachgeschaut werden, was da los ist. Und ich hoffe sehr, dass die Krise so massiv ist und so gründlich, dass wir danach eine echte Wende haben. Das ist meine große Hoffnung und ein Teil meiner Arbeit geht auch dorthin. Aufnahmen aus 2011. Damals besuchten wir den Verleger und seine Familie das erste Mal. Das Deutschland, das ich mir vorstelle, das ist auf jeden Fall ein deutsches Deutschland. Und das hat natürlich viel mit Homogenität, das hat viel damit zu tun, dass es im Kern des Land der Deutschen bleibt. Auf seinem Rittergut hält Götz Kubitschek Tiere, baut Gemüse an. Er und seine Familie leben ein alternatives Leben, fernab der multikulturellen Großstädte. Wir gelten als die rechten Hippies. Das habe ich in letzter Zeit öfter gehört. Da kommen wieder die rechten Hippies. Ich weiß nicht genau, was die sich vorstellen. Denn es ist ein besonders deutsches Leben. Bewusst traditionell auch die Namen der Kinder. Mythische Namen, ne? Brunhilde aus der Nibelungensage. Undine ist ja, ne, das Wasserweibchen. Wieland. Die Wieland-Sage. Ingeborg gibt es auch, so eine norwegische Königin, hat aber mein Mann ausgesucht, den Namen. Kubitscheks Verlag kennt damals nur eine kleine rechtsintellektuelle Szene. Eines der seinerzeit erfolgreichsten Bücher listet Straftaten von Ausländern gegenüber Deutschen auf. Rechtsradikale Übergriffe jedoch bleiben unerwähnt. Vom Feuilleton wird der Verleger 2011 noch nicht wahrgenommen. Seinen Zukunftsprognosen glauben seinerzeit nur wenige. Also ich halte das Rechtsintellektuelle für das Kommende. Das ist ganz klar, dass die Probleme, die auf unser Land zukommen, in denen wir stecken, die Antworten nicht von links, sondern von rechts bekommen. Eine Fahne mit Stauffenberg hängt er sich damals ans Haus. Der sei auch rechts und patriotisch gewesen und genau deshalb gegen Hitler. In dieser Tradition stehe man. 2017. Um den Nationalsozialismus geht es auch in Finis Germania, dem umstrittenen Bestseller aus Kubitscheks Verlag. Der Holocaust wird darin als Gründungsmythos der Bundesrepublik kritisiert. Zu Unrecht werde dem Land eine immerwährende Schuld aufgebürdet.
Wir müssen uns immer zurückbeziehen auf diese Erzählung, um überhaupt weiterleben zu können und richtig weiterleben zu können. Das ist der, hat etwas Stabilisierendes. Also das macht eine Gesellschaft stabil, wenn sie eine Großerzählung hat, auf die sich irgendwie alle beziehen. Das Problem ist, dass es sich hierbei um einen Negativmythos handelt. Es ist ein positiver Gründungsmythos. Er bezieht sich auf etwas Negatives, nämlich auf das Verbrechen, das stattgefunden hat. Und dass man daraus lernt und den Anfängen wehrt. Und das hat sich durchgesetzt in der Auseinandersetzung in den Generationen. Und das aufzugeben, ist im Grunde die Zerstörung dieser Gemeinschaft, dieser Gesellschaft, wie wir sie haben. Europa, Jugend, Reconquista! Reconquista, das war im Mittelalter die christliche Rückeroberung der iberischen Halbinsel von den Muslimen. Nun ist es der Schlachtruf der Identitären. Viele von denen lehnen Ausländer in Deutschland generell ab. Ich glaube, das ist ein sehr großer Fehler gewesen, den man hier in den 60er und 70er Jahren begangen hat, dass man aus kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen Millionen Menschen in unser Land geholt haben, die kulturell sich nicht einfinden konnten. Die deutsche Kultur, so sagen die Identitären, sei durch die Einwanderung vom Aussterben bedroht. Schuld trage auch die Globalisierung, die Menschen nach wirtschaftlichen Interessen wie Schachfiguren verschiebe. Die Demonstration im Berliner Wedding geht vorbei an Menschen, die hier oft schon in der dritten Generation leben. Ja, die sind eine peinliche Menschen, was es in Deutschland so passieren könnte. Wenn ihr wirklich eine Deutsche bist, das darf sowas nicht machen. Weißt du, weil wir kennen jetzt unser Land und meine ganze Cousine alle. Wir wissen, die Deutschen sind ganz toll, ganz offen, ganz Deutschmensch. Aber was soll denn das? Es ist wirklich ganz peinlich. Juhu! 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 Integration lehnen die neuen Rechten ab. Nur wer die deutsche Kultur bedingungslos für sich übernehme, dürfe hier leben. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Also haben Sie jetzt hier Leute, die sagen Sie, ich rede auch nicht von Integration, sondern Assimilation, die so assimiliert sind, dass sie in einer Frage, ob das Deutsche verteidigt wird oder nicht, ob wir okkupiert werden oder nicht, ob wir unsere Identität durchsetzen oder nicht. Im Zweifelsfalle dafür sind, die deutsche Identität durchzusetzen, das eigene zu verteidigen und Deutschland nicht den anderen zu überlassen. Aber was ist das Deutsche? So. Zurück zur Frankfurter Buchmesse. Über Nacht ist der Stand von Götz Kubitschek beschädigt worden. Bücher wurden zerstört und eine Aufschrift angebracht. Da hat sich einer richtig Mühe gegeben. Nennt man Lettraset, glaube ich, diese Art Buchstaben. Also unsere Plakate sind entfernt worden. Und jetzt haben wir da so eine Art Beipackzettel an die Wand geklebt bekommen. Ja. Götz Kubitschek demonstrierte einst gegen die Wehrmachtsausstellung. Fordert, wie die AfD, anders mit der Vergangenheit des Dritten Reiches umzugehen. Mit dem habe er als Rechter nichts zu tun. Es ist nun mal unsere Geschichte. Und das eine ist eben, dass wir wissen, dass es da ein verheerendes Gesellschaftsexperiment gab im Dritten Reich. Dass viel kaputt gemacht hat von dem, was in den 1500 Jahren zuvor aufgebaut wurde oder auch so, als das Deutsche sich gezeigt hat in der Geschichte. Wir haben uns jetzt damit auseinanderzusetzen und zu verhalten, aber mit Sicherheit nicht auf die Art und Weise, mit der das jetzt so dieses linksliberale Establishment versucht, also so, als gäbe es die guten Deutschen erst seit 1945 und so weiter. Das ist alles ein bisschen zu flach. Eine Einstellung, die auch bei der AfD oft zu finden sei, so die Spiegel-Journalistin Melanie Amann. Sie hat einen Bestseller über die Partei geschrieben. Die und Gruppen wie Kubitschek und die Identitären wollten die Gesellschaft revolutionieren.
Eine wesentliche Triebfeder sowohl für die AfD als auch die neue Rechte ist ein kulturrevolutionärer Ansatz. Ist eine Abrechnung mit dem linken Milieu, das sich die Institutionen erobert hat und das aus Sicht der Rechten eben nun alles dominiert. Die Linken dominieren die Medien, sie dominieren den gesellschaftlichen Diskurs, sie dominieren die Politik. Und das muss aus Sicht der Rechten beendet werden. Doch wie mit den neuen Rechten umgehen? Die Organisatoren der Frankfurter Buchmesse demonstrieren vor den Ständen rechter Verlage, die sie ihnen jedoch selbst vermietet haben. Gegenüber dem Antaios Verlag von Götz Kubitschek platzierten sie eine Stiftung gegen Rechtsextremismus, um das Messepublikum aufzuklären. Insgesamt ist die neue Rechte in einem wahnsinnigen Aufschwung. Die wirken wie aufgeputscht, extrem selbstsicher, selbstbewusst. Genau wie die AfD ist auch die neue Rechte permanent dabei, die Grenze des Sagbaren auszudehnen, Tabus zu brechen und immer wieder zu provozieren und zu schauen, was geht denn? Und offensichtlich geht immer mehr. Sie finden auch mit ihren stärkeren Tabubrüchen immer mehr Zuspruch. Und das ist eigentlich die wirklich bedenkliche Lage. Wir sind ein rechtsintellektueller Verlag und wir haben. Dicht gedrängt stehen die Messebesucher um die neurechten Bücher. Trotz der Proteste und Demonstrationen ist das Interesse so groß wie auf keiner Messe zuvor. Neu erschienen sind auch Bücher über die identitäre Bewegung, geschrieben von ihren Mitgliedern Martin Sellner und Mario Müller. Das ist natürlich ein kulturelles Problem, dass sich Deutschland und Westeuropa auf die Straße des Selbstmords begeben haben und sich dafür entschieden haben, ihrem kulturellen Ende entgegenzugehen. Aber es gibt halt Gruppierungen wie wir, die sich damit nicht abfinden wollen. Und deshalb haben die Identitären jetzt sogar ein eigenes Haus. In Halle, direkt gegenüber dem Unicampus. So wie früher die Linken in Hausprojekten zusammenwohnten und kämpften, wollen das nun auch die neuen Rechten. Gekauft hat es ein vermögender Gönner. Es ist ein Pionierprojekt. Wir wollen mit diesem Haus eben das, was wir im Großen für unser Land wollen, im Kleinen zeigen, repräsentieren und vorleben und den Leuten, insbesondere jungen Leuten, eine Alternative zur hedonistischen Konsumgesellschaft zeigen. Einmal in der Mitte, eins zuerst. Die identitären Aktivisten von Kontrakultur Halle bauen ein Tonstudio für eigene Sendungen. Auch Melanie Schmitz wohnt im Haus. Der Spiegel nannte sie das Postergirl der neuen Rechten. Ja, es wäre toll, wenn wir als Bewegung, die ja die derzeitige Lage und die derzeitige Kultur und den Universalismus, den Liberalismus kritisieren, wenn wir eben auch eine Gegenkultur anbieten könnten. Und wenn dieses Haus uns einfach einen Schritt weiter in diese Gegenkultur reinbringt, dass wir eben auch einen positiven Gegenentwurf schaffen können zu dem, was im Moment so in der Gesellschaft eigentlich vorherrscht. Das Arbeitszimmer von Mario Müller ist bereits fertig. Hier hat er auch sein Buch über das Leben als Identitärer geschrieben. Wir haben erkannt, dass nichts, was wir tun, bloß harmlose Kultur ist. Nahezu alles kann Werte vermitteln und eine politische Botschaft bereithalten. Seien es die Klamotten, die wir tragen, die Bücher, die wir lesen, ein bestimmter Haarschnitt, unsere Lieblingsfilme oder das Spielzeug, das wir unseren Kindern geben. Wer im Internet nach Mario Müller sucht, stößt auf den Neonazi Mario Müller, der 2013 wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Also muss man natürlich auch dazu sagen, das sind Dinge, die mir hier vorgeworfen werden, die teilweise fast schon 10 Jahre oder zumindest 7, 8 Jahre zurückliegen. Und in der Zeit ist natürlich viel passiert. Ich war zum damaligen Zeitpunkt noch sehr jung. Und es kam dann irgendwann der Punkt, wo man gesagt hat, ich möchte mich mit diesen Menschen nicht mehr gemeinsam zeigen. Ich habe mit denen nichts gemeinsam. Ich will mich für die nicht mehr rechtfertigen oder schämen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln. Hier behandelt man die Identitären als sogenannten Verdachtsfall und beobachtet sie. Interview mit dem Präsidenten. Also wir haben festgestellt, dass eine Reihe von Personen, die jetzt, ich sage mal, auch das Aushängeschild der identitären Bewegung sind, aus der rechtsextremistischen Szene kommen, aus der rechtsextremistischen Szene, die wir schon über viele Jahre beobachten. Und wir haben nicht den Eindruck, dass diese Leute ihre Ideologie beim Wechsel zur identitären Bewegung in der Garderobe abgegeben haben. Der oberste Verfassungsschützer sieht Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen. In den Identitären eine Gefahr für die Demokratie. Deutschland soll im strengen Sinne, wie Sie es sehen, deutsch sein. Andere Länder sollen ja jedenfalls durch die Ethnie jeweils geprägt sein. Das ist insoweit aus deren Sicht Pluralismus. Und das ist ein Bestandteil einer traditionell rechtsextremistischen Ideologie, was wir dort wahrnehmen. Wir sind das von Ihnen Uneingestandene und Verdrängte, nämlich das Stehen
und die gesunde Beziehung zur eigenen Herkunft und Heimat. Wir werden sicher nicht auf unser demokratisches Recht verzichten, hier Fahne zu zeigen und hier durch unsere Straßen zu gehen. Denn Berlin ist immer noch unsere Stadt. Berlin ist unsere Stadt. Berlin ist unsere Stadt. Unsere Stadt, das meint zu jenen oben in den Fenstern, das ist nicht eure Stadt. Die Demonstration der Identitären in Berlin hat Robert Timm angemeldet, ein 26-jähriger Architekturstudent. Ich habe mir sozusagen ganz viele Freunde heute eingeladen, um meine eigene Stadt wieder zurückzuerobern. Mit der Gewissheit, dass in ein paar Jahren vielleicht wieder Zustände einkehren werden, indem man dieses Land auch wieder als deutsch bezeichnen kann. Robert Timm war früher links, ging deshalb hier in Berlin-Kreuzberg zur Schule. Ich habe mir gedacht, okay, hier in Kreuzberg sind alle locker, alle offen, alle frei. Man muss sich irgendwie nicht für viel rechtfertigen. Aber als ich dann mal eine Freundin hatte, die halt ein Kind aus einer vorigen Beziehung hatte, so, das haben dann halt einige der Mitschüler, vor allem mit Migrationshintergrund, haben die nicht verstanden. Ja, und haben dann schon selber, also nicht nur kritisch nachgefragt, sondern wurden dann halt auch ausfallend beleidigt etc. Obwohl die mich zum Teil also gar nicht kannten. Übers Internet sei er dann wie viele andere auf die Identitären aufmerksam geworden. Mittlerweile ist er Kopf der Bewegung in Berlin-Brandenburg und ein bekanntes Gesicht. Trotzdem hatte er hier in Kreuzberg noch nie Probleme. An diesem Tag soll das anders sein. Wer bist du denn? Das interessiert dich nicht. Magst du dich nicht erstmal vorstellen? Nee, möchte ich nicht. Das ist aber ein bisschen unhöflich, oder? Das ist mir scheißegal, ob das mit dir ist. Ist ein Problem? Ist auch nicht zu viel. Das Interview in Kreuzberg muss abgebrochen werden. Zwei Männer greifen immer wieder in die Kamera, stören die Aufnahmen. Dann ist es natürlich ganz geil. Du bist einfach scheiße, Mann. Das geht doch nicht. Du bist doch einfach kacke. Letztendlich seid ihr doch im Herzen alle rechtsradikal und sagt, wir wollen keine Ausländer haben. Ja. Und wir wollen gerne. Okay. Ich erkläre dir kurz, warum wir hier filmen. Okay. Ja? Schieß los. So, weil ich da drüben auf diese Schule gegangen bin. Mhm. Ja? Da waren genug Migranten und ich habe da auch positive Erfahrungen gemacht. Ja? Ich habe aber auch einfach. Wenn ich das schon höre, das sind Mitschüler von dir, das sind so, Mitbürger. Genau. Das so. Ich habe aber da einfach differenzieren gelernt. Ich habe gelernt, dass es da Leute gibt, die sehr wohl hierher kommen, sich engagieren, sich hier irgendwie einbringen wollen und tatsächlich sich ein besseres Leben aufbauen wollen. Ja? Ich habe aber genauso gemerkt, dass es da gerade an dieser Schule sehr, sehr viele zum Beispiel türkische Nationalisten gibt. Wo ich mich frage, wenn man Erdogan so geil findet und den so abfeiert, ja, warum lebt man dann noch in Deutschland? Die Frage ist natürlich, warum diese Person, die vielleicht einen deutschen Pass haben mag, vielleicht nicht. Doppelte Staatsbürgerschaft warum, meistens. Oder doppelte Staatsbürgerschaft. Hm. Warum darf diese Person nicht irgendwo nationalistische... Der darf Nationalist sein, ich nicht. Nein, du wirst ja nicht in unserer Demokratie. Immerzu tippt einer der Männer auf sein Handy. Später werden Twitter-Meldungen zu Robert Timms Aufenthalt in Kreuzberg auftauchen. Auch scheinen wir beobachtet zu werden. Nach einer halben Stunde Gespräch beginnen die Männer plötzlich zu schreien, dass hier ein Nazi sei. Ich habe noch was zu sagen. Hau rein. Ich glaube, wir sollten dann jetzt hier mal so langsam die Biege machen. Du provozierst es und du wirst es kriegen, Herr, und dann wirst du es haben, Herr, und dann wirst du ganz... Du bist hier in Kreuzberg, warum bist du hier? Scheiß-Nazi, verpiss dich hier. Scheiß-Nazi, verpiss dich, Alter. Du bist ein Scheiß-Nazi. Die von uns herbeigerufene Polizei kommt zu spät. Sechs Vermummte waren plötzlich aufgetaucht. Ja, bei uns wär's denn schon. Ja. Pfefferspray in beide Augen oder CS-Gas in beide Augen bekommen. Hab dann noch von einem Fahrradfahrer im vorbeigehenden Faustschlag abbekommen. Und ja, euer Kamerateam wurde halt auch angegriffen. Ja. Mehrere linke Internetseiten feiern den Angriff auf Robert Timm. Staatsschutz und Kriminalpolizei ermitteln. Auf YouTube berichtet der Identitäre wiederum vom Überfall auf sich und zeigt seine Verletzungen. Ein Kernelement dieser neurechten Ideologie ist, wir sind Opfer. Deutschland ist Opfer. Das Volk ist Opfer. Der Verhältnisse fremder Mächte. Und wenn nun jemand von der Antifa oder wem auch immer genau diese Repräsentanten zum Opfer macht, dann machen sie deren Business. Dann machen sie genau deren, folgen sie deren Ideologie. Sie fallen in die Falle dieser
ideologischen Aufmachung. Sie machen deren Geschäft. Es ist gänzlich unpolitisch und moralisch verwerflich. In einer Oktobernacht wird auch das Haus der Identitären in Halle überfallen. Pflastersteine fliegen, Feuer wird gelegt, eine Tür aufgebohrt und Buttersäure ins Haus gespritzt. Ein paar Monate zuvor. Hi. Dass Melanie Schmitz und Till Lukas Wessels gemeinsam Musik machen, daran ist dieser Song gegen die AfD schuld. Bist du gegen Inklusion und für ein Abtreibungsverbot? Bist du ein bisschen schobi und ganz schön homophob? Scheißt du auf gesellschaftlichen Fortschritt, sag der freien Welt Ade und geh. Als die beiden das millionenfach geklickte Video der Sängerin Jennifer Rostock sehen, komponieren sie ein Gegenlied. Ich würde sagen, der Kampf, den wir führen, ist im Augenblick sogar ein ziemlich existenzieller Kampf, nämlich das Überleben des deutschen Volkes als ethnische Gruppe auch. Nicht nur auf dem Papier Deutscher, sondern tatsächlich die Deutschen als Volk, dass es das deutsche Volk noch geben würde, auch vielleicht in 100 Jahren noch. Kameraden, wir sind allesamt verloren. Die Revolution ist mit uns verbrannt. Sie nennen sich Varieté Identitaire. Kameraden von Buda ist ein antikommunistisches Lied aus den 60ern, das auch italienische Rechtsradikale gerne singen und den Arm dabei zum faschistischen Gruß strecken. In Schnellroda veranstaltet Götz Kubitschek Akademien, Kaderschulungen, bei denen Mario Müller und Melanie Schmitz regelmäßig sind. Er hat die ganze Theorie eigentlich geliefert und er hat diesen Diskurs angestoßen. Das ist das Interessante eigentlich, dass unser gesamtes Fundament, das Fundament der neuen Rechten, was die neue Rechte auch eigentlich so unterscheidet von der alten Rechten. Da hat Götz Kubitschek maßgeblich zu beigetragen. Der Verleger ist für viele junge Rechte Vorbild, auch durch sein traditionelles Familienleben. Jawohl. Ellen Kositzer und Götz Kubitschek leben gemeinsam mit 7 Kindern. Die beiden siezen sich. Das schaffe Respekt. Wie viel wollen Sie bitte? Die Familie, für Kubitschek ist sie das Unmittelbare, Fundament eines Deutschlands, das ewig und gottgegeben sei. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist ein bestimmter, wenn Sie es jetzt von einem gläubigen Christen hören wollen, ein bestimmter Gedanke Gottes. Also dieses deutsche Volk ist eben ein Entwurf Gottes. Und es ist eine besondere Art, durch die Geschichte zu gehen, so mit allen Höhen und Tiefen. 2014 wollten Götz Kubitschek und seine Frau in die AfD eintreten. Die lehnte eine Mitgliedschaft ab. Heute scheint das Verhältnis entspannter zu sein. Der Verleger spricht zum ersten Mal öffentlich bei einer Parteiveranstaltung am Rande Berlins. Tag. Die AfD-Jugend hat geladen. Sie werden das politische Geschäft nicht meiden, meine jungen Damen und Herren. Das weiß ich. Sie werden es nicht meiden, obwohl es sehr, sehr gute Argumente dafür gibt, die Politik den älteren, den erfahrenen Leuten zu überlassen. Denjenigen, die sich durch Kinder, durch einen Beruf, durch weitreichende und einmal getroffene Lebensentscheidungen in irgendeiner Weise bereits haben bedingen lassen. Aktives und passives Wahlrecht erst ab dem 30. Lebensjahr. Das wäre nach meinem Geschmack. Ich bin der Meinung, dass gerade die Jugend bereit ist, kompromissloser zu agieren, dass gerade die Jugend oftmals von einem großen Idealismus angetrieben ist. Das Publikum ist irritiert. Statt politischer Taktik Ratschläge fürs Leben. Ihr Handy ausmachen, sich ein Buch nehmen und mit diesem Buch für 2 Stunden irgendwohin verschwinden und lesen. Oder einen Tag pro Woche mit vollkommener Abstinenz. Und wirklich lesen, wirklich nachdenken, wirklich die harten Bretter bohren. Auch Melanie Amann vom Spiegel wollte wissen, wie sich Götz Kubitschek bei der AfD präsentiert.
Also jemand wie Kubitschek geht ja in so einen Auftritt nicht unvorbereitet rein. Der will da eine Botschaft platzieren. Und er hat hier mal wieder gezeigt, wie sehr ihm die ganzen Kaderpolitiker zuwider sind. So die Leute, die in der Politik Karriere machen wollen. Und er hat im Prinzip den Parteinachwuchs so ein bisschen den Kopf gewaschen, dass die sich mehr für die Inhalte interessieren wollen. Und ich kaufe ihm auch ab, dass er das wirklich so meint. Natürlich hat er sich dabei so ein bisschen als den harmlosen Ziehvater da vorgestellt. Also jemanden, der der Klientel zeigen will, engagiert euch und ich weise euch den richtigen Weg so ungefähr. Und das aber natürlich das Gedankengut, das seine Werke verbreiten, ja auch dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich spaltet oder dass auch junge Leute sich von der Idee der parlamentarischen Demokratie loslösen können. Das kam natürlich in dem Vortrag jetzt nicht so vor. Los, wir gehen hier vor die Hecke. Da ist das neutraler Hintergrund. Es ist ein Dienst, ja, ein Dienst an einer großen Sache, an unserem Volk oder unserer Nation. Und nicht immer schön, diese Arbeit, die wir machen. Ist auch, man wird ungerecht behandelt auf eine Art, aber wir machen sie. Und diesen Dienstcharakter muss die Arbeit im Moment auf jeden Fall haben. Ich könnte nichts anderes. Wenn der Staat ein anderer wäre, normal aus meiner Sicht, wäre ich Soldat, ja, und nicht Verleger. Noch einmal zurück nach Berlin. 1400 Gegendemonstranten versuchen, die Identitären zu stoppen. Immer wieder Sitzblockaden in kleinen Gruppen. Berliner Polizistinnen, schützen die Faschistinnen! Ja, nur noch über Moje. Bereits nach ein paar hundert Metern wird der Demonstrationszug der Identitären gestoppt und steht stundenlang zwischen Häuserfronten. Dann haben wir Chaos hier, ne? Eigentlich müsste die Polizei jetzt räumen, aber der Einsatzleiter sei nicht erreichbar. Martin Sellner stellt ein Ultimatum. In 10 Minuten brauchen wir einen Zeithorizont, wann er da ist, wann wir mit ihm reden können. Sonst fürchte ich, müssen wir die Veranstaltung auflösen. Vorne passiert gar nichts und uns werden keine Zeitangaben gemacht. Und uns wird die ganze Zeit gesagt, naja, nach der ersten Blockade kommt die zweite und wir können im Prinzip nicht sehr viel mehr tun. So, und an dieser Stelle, muss ich sagen, kann ich die Verantwortung nicht mehr länger übernehmen. Und ich erkläre diese Versammlung an dieser Stelle für beendet. Wie auf Kommando rennen die Demonstranten nun los, versuchen die genehmigte, aber blockierte Route zu verlassen. Die Situation droht zu eskalieren, als die Polizei sie stoppt. Als Aktivist ist das ja eine gewisse Routine, kann man sagen. Ich persönlich bin aber enttäuscht, weil ich meine, dass die Beamten hier, die uns gegenüberstehen, eigentlich auf unserer Seite des Banners stehen müssten und uns nicht feindlich begegnen sollten. Lässt sich nicht verbieten, Widerstand! Lässt sich nicht verbieten, Widerstand! Nach all den rechten Parolen nun die Nationalhymne. Auf der Gegenseite nie wieder Deutschland rufe. Götz Kubitschek selbst geht nicht auf Demos der Identitären. Das hat was mit Alter zu tun. Also als 46-Jähriger sollte man nicht mehr in der Gegend rumkajukeln, wie das eben ein 25- oder 30-Jähriger kann oder am besten dann noch ein 20-Jähriger. Meine Aufgabe ist eine andere. Und es war ja sowieso interessant, dass wir, glaube ich, 2007, 2008, 2009 diese konservativ-subversive Aktion gemacht haben. Bei einem Kongress der Linken stürmt Kubitschek 2008 die Berliner Humboldt-Uni, hängt Transparente auf, schmeißt Flugblätter. Ein bekennender Rechter, der im Stil linker Spontis agiert, das ist damals neu und sorgt für Empörung. Weil ich sah, also es muss jetzt mal einer ausprobieren, ob diese Formen des aktivistischen Protests von rechts möglich sind. Und zwar auf eine andere, vielleicht auch intelligentere Art, als das eine
Kameradschaft Mansfeld-Südharz machen würde. Im neurechten Lager gab es das eher nicht und vor allen Dingen auch im konservativen Lager nicht. Da ist politischer Aktionismus eher eine ungewöhnliche Form der öffentlichen Positionierung. Und insofern hat er damit der heutigen rechten Bewegung der Identitären ganz wichtige Impulse gegeben. In Wien hat Martin Sellner als erster Kubitscheks Methoden ausprobiert. Wir haben eine sogenannte ästhetische Intervention durchgezogen. Das heißt, wir sind mit 15-20 Aktivisten in den Saal hinein und haben während einem Stück von der Friede Jelinek ein Transparent auf der Bühne gehisst. Und danach stand die Republik ein paar Tage Kopf. Die Aktion war 2016. Der identitäre Internetblogger stellt kurz danach einen Film ins Internet. Und sie wollen einer ganzen Generation an Multikultis ins Gesicht sagen, was sie sind. Heuchler. Richtet sich nicht gegen die Menschen auf der Bühne, sondern gegen euch. Bei diesem Stück war der Clou der, dass echte Asylanten auf der Bühne stehen und dort das Stück vortragen, auch Kinder und Jugendliche. Wir sind deshalb auch bewusst auf die Bühne nach vorne gegangen, haben das Publikum adressiert. Das war eine Art Akt des Publikums, der Publikumsbeschimpfung. Wir haben Flugzettel ins Publikum geworfen und haben gesagt, ihr Heuchler, ihr zieht euch da zurück in eure eigene Blase, klatscht Refugees Welcome am Bahnhof und kümmert euch überhaupt nicht um das, was Multikulti mit der Gesellschaft macht. Dutzende andere Aktionen folgen, immer spektakulär und medienwirksam. 2016 wohnt Martin Sellner mehrere Wochen bei Götz Kubitschek. Beide haben nach französischem Vorbild die identitäre Bewegung in Deutschland und Österreich aufgebaut. Was ich so irritierend finde an Kubitschek ist dieser Gestus, dass er es gut meint und dass er wirklich Deutschland auf die Beine bringen will und die jungen Leute dazu animieren will, etwas Gutes zu tun. Wenn man dann aber sieht, welche Saat er in ihnen legt, diese Ablehnung des Parteiensystems, die Ablehnung der parlamentarischen Demokratie, das Misstrauen gegen alles, was nicht gegen Flüchtlinge ist, also sozusagen jeder Mainstream-Politik, das sofort als Feindschaft zum Volk angesehen wird. Ich finde, er sät da schon eine gefährliche Saat. Und dann fährt er zurück nach Schnellroda und geht hinter seinen Gartenzaun und füttert die Ziegen. Und irgendwo anders werden jungen Leuten, die er den Kopf verdreht hat, da geht dann die Saat auf. Und die stellen sich dann gegen das System. Martin Sellner entert das Wiener Burgtheater, um ein Transparent zu entrollen. Auch er war Neonazi. Dann jedoch, so erzählt er, sei er auf Götz Kubitschek gestoßen. Auf dem Dach hält er dessen Buch Provokation in die Kamera. Es ist ein Kultbuch vieler neuer Rechter und nimmt deutlich Bezug auf 1968. Ich glaube, es gibt schon einige Traditionslinien noch zwischen uns und den 68ern. Was die Aktionsform betrifft, ja, die Provokation, das Straßentheater, das Sit-in, das einfach Provozieren durch unsere bloße Existenz, durch unser Dasein, ohne jetzt groß irgendwie gewalttätig zu sein, die Gegner zum Weißglut zu treiben. Und der Unterschied ist halt der, dass bei den 68ern oft noch so, weiß nicht, Uniferkeleien, lange Haare oder nackte Körper möglich waren. Bei uns reicht heute ein einziges Transparent, ein harmloses kleines mit einer dissidenten Botschaft, um diese Leute zum Durchdrehen zu bringen. Die Identitären filmen jede Aktion und stellen sie ins Internet. So auch, als sie das Bundesjustizministerium blockieren, aus Protest gegen das Gesetz gegen Internethetze. Sie stürmen die Parteizentrale der Grünen in Berlin wegen deren Asylpolitik. Die Gesellschaft reagiert wie einst auf die 68er, sagt Thomas Wagner, der ein Buch darüber geschrieben hat. Dass die genauso panisch, aufgeregt und im Sinne der Provokateure reagieren, wie es damals die altvorderen Konservativen und Liberalen zum Teil auch der alten Bundesrepublik getan haben in den 60er Jahren. Das hätte ich sozusagen nicht prognostiziert, dass es so sein wird, ist aber erstaunlicherweise so. Das aber mache die Aktionen erst erfolgreich. Mit der Besetzung des Brandenburger Tors machen die Identitären 2016 Schlagzeilen und werden deutschlandweit bekannt. Applaus von Passanten für ihre Forderung, die Grenzen zu schließen. Was neu ist, ist altes Gedankengut mit neuen kommunikativen Metaphern aufzuladen und mit einer neuen Mechanik im Prinzip an den Markt zu bringen. Wir haben viel darüber gehört, dass neue Rechte, alte Linke Methoden hijacken.
Also in vielerlei Hinsicht sind die neuen Rechten, speziell die identitäre Bewegung, wesentlich stärker an Mechaniken verankert, die Greenpeace mal in den 80er Jahren etabliert hat. Aber das halt auch in einer digitalen Reloaded-Version. Gerald Hensel arbeitet seit vielen Jahren als Werber und engagiert sich gegen rechts. Er sagt, die Identitären haben es geschafft, sich regelrecht zur Marke zu machen. Das erklärte Ziel ist, den Diskurs zu beherrschen, den Diskurs zu prägen, Journalisten, ohne dass sie es merken, auf den Pfad zu lenken, Politikern Stichworte an die Hand zu geben, die sie langsam immer mehr einbauen, Begriffe zu hijacken. Das ist das erklärte Ziel spezieller identitären Bewegungen. So, hallo. Ach, hallo. Genau, wunderbar. So. Hans-Thomas Tillschneider, AfD-Landtagsabgeordneter aus Bad Dürrenberg. Der Islamwissenschaftler gilt als Rechtsaußen seiner Partei. Dass die eine Zusammenarbeit mit der identitären Bewegung ablehnt, hält er für falsch. Bei Götz Kubitschek setzte er sich in Schnellroda mit Martin Sellner auf ein Podium. Ja, Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsabgeordneter für die AfD. Für die Linken und für die Grünen und für die SPD im Landtag sowas wie der Antichrist. Heute hat er Götz Kubitschek eingeladen. In der Kneipe eines Kleingartenvereins will man die Zukunft der AfD diskutieren. Ich bin davon überzeugt, dass viele der Skeptiker, wenn sie ihn einmal gehört haben und sich mit ihm ausgetauscht haben, sehen, er ist kein Radikalinski, er ist kein kopfloser Revoluzzer, sondern ein sehr, sehr kluger, vernünftiger Mann, ein Rechtsintellektueller, der außerhalb der Partei steht, aber damit auch eine wertvolle Außenperspektive liefern kann. Und es geht ja insgesamt also immer um diese Frage Realpolitik. So ein bisschen, genau. Also da habe ich, glaube ich, genau den richtigen Anfangsimpuls drin. Hans-Thomas Tillschneider meint, die Ansichten der neuen Rechten passten gut zur AfD. Davon möchte er die Mitglieder gerne überzeugen. Also die Frage nach der Ausrichtung und dem Charakter der AfD, diese Frage ist es wert, einmal in Ruhe diskutiert zu werden. 40 Jahre lang Dauergetrommel in den Gehörgang des Normalbürgers, dass alles, was jenseits der CDU ist, im Grunde kurz davor ist, KZs zu bauen, ja, kriegen sie nicht in 3 Jahren aus den Ohren raus. Mein Rat, lassen Sie manches, was gefährlich ist, andere machen. Das Milieu besteht aus Partei, Milieumedien, vorpolitischen Initiativen und aktivistischen Initiativen. Wir sind wie bei so einer fröhlichen Regatta. Ne? Die Kriegsschiffe fahren nebeneinander her und man winkt sich von der Brücke aus zu, aber mehr auch nicht. Ja. Militärjargon. Getrennt marschieren, gemeinsam agieren. Für ein Ziel. Die rechte Wende. Wenn wir schon auf Kriegsfahrt sind, so ist ja das Bild, dann fahren wir im Verband und sind unangreifbar. Und wann wir dann wer wo zuschlägt, um das Kriegsziel zu erreichen, das werden wir dann noch sehen. Ja, so muss man das machen. AfD-Mitglied sein will Götz Kubitschek nicht mehr. So sei er viel freier. Der Einfluss von Kubitschek auf die AfD wird zugleich überschätzt und unterschätzt. Überschätzt in dem Sinne, dass er nie jetzt Einfluss nimmt auf interne Wahlen oder er sagt, wählt den oder nicht den und der muss abgesägt werden und der muss gewinnen oder so. Das ist ihm zu billig. Aber man unterschätzt seine ideologische oder vielleicht kann man auch nur sagen ideelle Wirkung auf die Partei. Die Publikationen, die er macht, die Bücher, die er herausgibt, die Beratungen, die er Parteifunktionären gibt, haben eine enorme Wirkung auf die Partei. Der Besuch von Björn Höcke auf der Frankfurter Buchmesse ist Politik. Ein offenes Bekenntnis des AfD-Politikers zur neuen Rechten mitten im laufenden Parteiausschlussverfahren. Auch er trat bei den Akademien des Verlegers auf. Solange wir bereit sind, diesen Bevölkerungsüberschuss aufzunehmen, wird sich am Reproduktionsverhalten der Afrikaner nichts ändern. Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp.
ohne Götz Kubitschek hätte Björn Höcke nie seine Machtbasis im rechten Parteiflügel festigen können. Es war Kubitschek, der die Idee hatte, ein Manifest aufzusetzen, für das er auch den ersten Entwurf geliefert hat, mit dem Höcke alle seine Anhänger in der Partei um sich sammeln konnte. Damit hat Kubitschek letzten Endes von außen beigetragen dazu, dass die Partei einen Rechtsruck genommen hat. Dabei hat er nie selber eingegriffen. Er hat nur Ideen geliefert, Konzepte, so wie es die Art des Intellektuellen ist, wenn man so will. Aber man muss es sich nicht so vorstellen, dass die neue Rechte dann Tipps gibt, wie man den parteiinternen Machtkampf führt. Das ist für Leute wie Kubitschek viel zu profan. Er denkt eher in den großen Linien und er hat auch auf die großen Linien der Partei Einfluss genommen, ganz klar. Auf der Messe führt der Verleger den Politiker herum. Bewusst auch vorbei an den Stiftungen, die über den Verlag und die neuen Rechten aufklären sollen. Ein Schaulaufen für Presse und Publikum. Dass es lautstarken Protest geben wird, wird dabei wohl beiden schon vorher klar gewesen sein. Wir haben den patriotischen Anspruch, dass wir das, was unsere Vorfahren, unsere Eltern uns zur vertrauensvolle Fürsorge in die Hand gegeben haben, ungeschmälert und im besten Falle sogar gemehrt an unsere Kinder weiterzugeben. Wir wollen keine Experimente mit ungewissem Ausgang. Dresden im Sommer 2017. Deutsch und frei wollen wir sein, singen die Männer auf einer AfD-Pegida-Demo. Mit dabei der sogenannte 1%-Verein und dessen Chef Philipp Stein. Nehmt euch ordentlich mit, genug da. Es gibt Aufkleber, die in Arabisch zum Verlassen Deutschlands auffordern. Und eine selbstgemachte sogenannte Asylstudie, die rechte Argumente liefert. Für die Diskussion auf der Straße und im Freundeskreis. Ja, das Pegida-Milieu sind halt überwiegend Personen, die neu dazugekommen sind. Das heißt, es ist natürlich sehr interessant. Also Leute, die vorher vielleicht nicht so politisiert waren und jetzt neu zu diesen Ideen hinzukommen. Und deswegen ist das natürlich schon wichtig, wenn man einfach viel mehr Leute erreicht als früher. Ein Spot von 1%. Der Verein bezeichnet sich selbst als Widerstandsnetzwerk, eine rechte NGO, die zigtausende Euro Spenden sammelt und in Projekte investiert. Philipp Stein, 26, ist zugleich auch Pressesprecher der Deutschen Burschenschaft. Persönliche Erfahrungen, so erzählt er, machten ihn zum Berufsaktivisten. An seiner Uni beschimpfte man ihn als Nazi-Schwein. Man kann schon sagen und muss auch zugeben, dass diese Asylkrise ein Katalysator war für patriotische oder neurechte, rechte Ideen. Und das heißt, die neue Rechte hat eigentlich mittlerweile eine ganz gute Stellung, nämlich die, an gesellschaftlichen Prozessen wirklich teilhaben zu können. Zumindest Begriffe einzustreuen, Unwohlsein zu verbreiten in bestimmten Kreisen. Das Unwohlsein, das man empfindet, mit Unwohlsein zu befeuern. Und insofern ist es eine letztlich destruktive Strategie. Wenn sie wenigstens Lösungen, praktische hätten für die Probleme, die sie sehen, also was weiß ich, man fühlt sich abgehängt und dann etwas zu, aber diese Lösungen gibt es ja nicht. 40.000 Unterstützer hat das rechte Bürgernetzwerk laut eigener Angaben. Unterstützt werden Projekte wie dieses. In Erfurt soll eine Moschee gebaut werden. 1% stellt ein riesiges Holzkreuz daneben, untermalt von heroischer Musik. Dieses Kreuz ist für sie ja nur Instrument. Das Kreuz gegen die Moschee. Und damit im Grunde ein Kampf gegen das Grundgesetz. In Werbefilmästhetik wird in Thüringen ein Drahtzaun um eine Asyleinrichtung gezogen. Mit diesem Zaun möchten wir, wie gesagt, unseren Kulturbereich abstecken. Und wir freuen uns total, dass wir Unterstützung bekommen von der Initiative für unser Land 1%. Wie ist Spendeneingang? Hast du einen Überblick? Ja, alles gut. Und schon wieder Götz Kubitschek. Er ist eins der Gründungsmitglieder des Vereins. Bestimmt er auch, dass Philipp Stein ihn führen soll und wirkt nach wie vor mit. Im Hintergrund. In Dresden demonstrieren neue Rechte, AfD- und Pegida-Mitglieder Seite an Seite gegen Heiko Maas, der hier an der Universität über sein Gesetz gegen Internethetze spricht.
Es ist einfach so eine Art diffuses Gefühl, was viele Menschen haben. Ich glaube, da braucht man gar nicht nur nach rechts gucken. Da braucht man nicht nur auf die Wutbürger gucken. Hinter vorgehaltener Hand haben sehr viele Leute das Gefühl, dass was passieren muss. Also wir sind zumindest in einer Phase der inneren Unruhe. Und das ist zumindest schon mal ganz gut. In die Richtung dann. Akif. Eine innere Unruhe, von der sie profitieren. Auf der Buchmesse präsentiert Götz Kubitschek den türkischstämmigen Autor Akif Pirinci. Lassen Sie uns weiterfahren mit unserem nächsten Autor, mit unserem bereits etablierten Starautor Akif Pirinci. Akif Pirinci treffen wir erstmals im Oktober 2015 in einem Dresdner Luxushotel. Als wir mit ihm und Tatjana Festerling von Pegida ein Interview drehen wollen, kommt überraschend Götz Kubitschek vorbei. Er scheint irritiert, uns anzutreffen. Hallo, grüß dich. Dann sind ja jetzt alle Bösen zusammen, wa? Warte, Götz, ich muss sagen. Nein, setz dich doch. Ach, du bist auch Raucher? Ja. Ach so. Nur auf Demos. Also viel in letzter Zeit. Pegida feiert an diesem Abend das einjährige Jubiläum. Akif Pirinci ist der Hauptredner und wird an diesem Tag für einen Skandal sorgen. Bitte begrüßt mit einem großen Applaus Akif Pirinci. Wenn Sie so eine Unverschleierte erblicken, bekommen Sie womöglich noch einen Herzinfarkt, nachdem Sie über Sie hergefallen sind und in Sie Ihren Moslemsaft reingepumpt haben. Super, dann hätten wir mit den sogenannten... 10.000 Menschen hören Pirincis Hassrede, in der er von Moslem-Müllhalden spricht. Doch die Hetze gegen Muslime ist selbst Pegida zu viel. Akif Pirinci wird schließlich das Mikrofon abgestellt. Wegen Volksverhetzung wird er zu einer Geldstrafe verurteilt. Bertelsmann kündigt Pirinci die lukrativen Buchverträge seiner Katzenkrimis, mit denen er reich wurde. Auf sein Bonner Haus gibt es eine Farbbeutelattacke. Doch schnell hat er einen neuen Verleger, Götz Kubitschek, der stolz im Internet mit ihm wirbt. Unser Widerstandsmilieu ist stark genug, jeden Autor zu bringen, seine Werke in den Markt zu drücken und dafür zu sorgen, dass seine Stimme nicht verschwindet. Seitdem hat Akif Pirinci bereits 3 Bücher in Kubitscheks Verlag veröffentlicht und tourt mit ihnen durchs Land. Heute liest er auf Einladung eines Spediteurs in Skopau. Ich finde es toll, dass es solche gut integrierten Ausländer gibt. Also Deutscher, wie viele Deutsche eigentlich selber. Ich freue mich, dass du hier bist. Das ist wirklich super. Akif Pirinci. Früher war Akif Pirinci erfolgreicher Krimi-Autor. Jetzt schreibt er Bücher mit Thesen über den angeblichen Austausch der Deutschen durch Ausländer. Allein in den letzten 20 Jahren wurden 6 Millionen deutsche Föten abgetrieben in diesem Land. So, die Deutschen haben zu wenig Kinder, die anderen machen immer mehr Kinder. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, wir wollen aber unser altes Deutschland haben. Das haben die Indianer auch gesagt damals. In Amerika. Haben Sie wirklich keinerlei Optimismus mehr? Nein, es ändert sich ja gar nichts. Es ändert sich ja gar nichts. Das ist ja eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang. Da kommen Leute hierhin, die eine ganz, ganz andere Kultur haben. Wie würden Sie die ganze Umvölkung stoppen wollen mit Ihren Gedanken jetzt? Diese Menschen müssen alle gehen. Diese Menschen müssen alle gehen. Es müssen etwa 8 Millionen Menschen Deutschland verlassen. Man kann Ihnen sagen, in 6 Monaten werdet ihr kein Geld mehr bekommen, auch kein Essen. Und ihr müsst aus euren Wohnungen. 8 Millionen Menschen, auch die hier Geborenen, ja, Menschen, die ihre Religionsscheiße demonstrativ nach außen tragen. Das ist zum Kotzen. Das ist rassistische Hetze. Und Aufruf zu Verbrechen, wie ich es nur von der NPD her kenne. 8 Millionen Menschen einfach mit Gewalt und administrativer Gewalt
aus dem Land zu jagen. Das ist so ungeheuer, dass ich empfehle, ihn wegen Volksverhetzung anzuklagen. Was ist Volksverhetzung? Ja? Also, da könnte man jetzt die Frage stellen, was ist Volksverrat? Ja? Das sind für mich keine Kategorien, die ich literarisch oder publizistisch in irgendeiner Weise interessant finde. Wichtig ist mir, mutiger Autor, der was zu sagen hat, der auf eine bestimmte Art gebändigt werden muss, der aber natürlich unbedingt seine rotzige Art behalten muss, weil das eben ein Ton ist, den wir sonst nicht kennen. Wer sich mit solchen aggressiven Akteuren zusammentut, muss wissen, was er tut. Und offenbar weiß er es. Und insofern nimmt er diese Positionierung hin, wenn auch nicht ausdrücklich. Klar, dann wird er sagen, ich bin auch für Humanität, aber das ist für mich dann nicht mehr glaubwürdig. Wer sich mit einer solchen Haltung gemein macht, ist für mich politisch verwerflich. Danke, danke, danke! Danke, 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 du fette Sau! Genau, hey, Fetti, komm lauter! Komm, 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 komm! Ein letztes Mal zurück zur Frankfurter Buchmesse. Auch die Lesung der Identitären endet im Chaos. Provokationen von beiden Seiten. Die Messeleitung ist machtlos. Hallo! Könnt ihr jetzt mal einen Moment zuhören, bitte? Sie zerstören die Möglichkeit, sich hier auseinanderzusetzen. Verleger Götz Kubitschek hat die Bühne gemietet, sieht die Polizei am Zug. Sie sollen die Leute räumen. Wenn die weg sind, gehen wir nach Hause, ganz brav. Aber erst dann. Ja? Ich gehe hier nicht vom Schlachtfeld. Wirklich nicht. Hier ist kein Schlachtfeld. Das ist natürlich ein Schlachtfeld. Was denn sonst? Buchmesse. Ja, das ist nicht keine Buchmesse. Um Bücher geht es hier schon lange nicht mehr. Die Öffnungszeit der Messe ist vorbei. Götz Kubitschek macht einfach weiter. Sie fassen mich nicht an. Sie fassen mich nicht an. Sprechen Sie mit mir. Sie fassen mich nicht an. Sie reden auch nicht mit mir. Sie reden auch nicht. Sie reden auch nicht mit mir. Sie reden nicht, das ist unsere Veranstaltung. So. Messechef Jürgen Boos, der Hausherr, wirkt hilflos. Die Rechten halten die Bühne besetzt. Die Störung ihrer Lesung durch die Linken haben die Rechten dankbar angenommen. Meine Damen und Herren, es ist unsere Aufgabe, als identitäre Jugendbewegung genau dorthin zu gehen, wo es unsere politischen Gegner, der in den Redaktionsstuben und in den Parlamenten sitzt, am allermeisten wehtut. Und das haben wir heute getan. Wir sind hergekommen und haben ein Zeichen gesetzt. Im Herzen des linksliberalen Establishments. Ein Symbol. Und das wird eine Nachwirkung haben. Dass wir tief wirken und tief weitergehen. Das Überschreiten von roten Linien, bewusst, strategisch, um der Eskalation willen. Und ist dann die Republik, die Demokratie herausgefordert. Wird sie das bremsen durch eine klare Haltung und durch eine gute Politik? Wenn sie das nicht tut, dann kann sich das ausdehnen, in der Tat, ja. Das haben wir jetzt mit der Wahl gesehen. Wo? Wo? Wo war Ihr Silvester? Wo? Wo? Wo war Ihr Silvester? Wo? Die Gegendemonstranten sind längst weg. Doch aus ihren Büchern lesen wollen die neuen Rechten gar nicht mehr. Parolen sind ihnen wichtiger. Im nächsten Jahr wollen sie wiederkommen. Nicht nur die Buchmesse wird nach Wegen suchen müssen, mit ihnen umzugehen.